Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 13. Oktober natürlich. Heute dabei Bitcoin, Hyperloop One, Lyft, Outlook, Microsoft Edge, Apple AirPods, Facebook Stories und Movies Anywhere. Beginnen wir mit Bitcoin und der Bitcoin hat die 5000 US-Dollar Marke gesprengt. Und mittlerweile steht er sogar bei 5.300 US-Dollar und das 2 Monate nach Knacken der 4.000 US-Dollar Marke. Tja, egal, ob es da schlechte Nachrichten zu gibt, ob in China der ICO oder die ICOs verboten werden. Kryptowährungen stehen in der Diskussion, aber der Bitcoin ist davon unbeeindruckt und marschiert. Und mal sehen, ob zum Ende des Jahres noch eine Schwelle geknackt wird. Eine andere Schwelle hat der Hyperloop One geknackt. Das ist diese Röhre, diese Transportröhre, mit der man sich ganz schnell von A nach B oder in dem Beispiel von Elon Musk immer von Los Angeles nach San Francisco bewegen kann. Denn da hat jetzt Richard Branson investiert. Und Richard Branson ist ja der Multimillionär oder Milliardär, der hinter den ganzen Virgin-Sachen steht, der sein Vermögen mit Virgin, mit der Musik-Plattenfirma gemacht hat, aber danach einfach alles gemacht hat und alles heißt Virgin und logischerweise heißt jetzt der Hyperloop One natürlich Virgin Hyperloop One. Ja, das war es dazu auch. Auf jeden Fall, es gibt Geld, es geht voran, es wird umbenannt. Wo es auch vorangeht, das ist Lyft. Lyft, das ist ja die Konkurrenz zu Uber, also wo man sich einen privaten Fahrer holen kann, der ihn dann von A nach B bringt. Und die arbeiten jetzt mit Google zusammen, beziehungsweise genauer gesagt mit Google Maps und bieten die Google Maps Navigation direkt in der Lyft App an. Das ist gut für die Fahrer, die müssen nicht mehr zwischen zwei Apps hin und her wechseln. Und ja, schöne Sache. Schöne Sache auch Outlook für Desktop von Microsoft. Das bekommt eine neue Benutzeroberfläche. Auf jeden Fall arbeiten sie gerade daran und haben das auf der Entwicklerkonferenz Ignite auch schon bekannt gegeben und ein paar Sachen gezeigt. Denn der Outlook für Desktop, egal ob Windows oder Mac, ja, sieht schon ein bisschen altbacken aus und in keinem Verhältnis, wenn man sich dazu Outlook.com anguckt, was weitaus moderner und ja, ausschaut und auch besser zu nutzen ist, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall tut sich da jetzt was. Und ich bin schon gespannt. Wer sich schon angucken möchte, der Link in den Shownotes hat natürlich auch ein paar Screenshots der neuen Benutzeroberfläche. Bleiben wir aber auch bei Microsoft. Microsoft hat ja auch einen Browser am Start, den Microsoft Edge. Den gibt es ja bislang nur für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Aber jetzt sind auch andere Plattformen dran. Also in Kürze kann man als Android-Nutzer den Microsoft Edge Browser nutzen, beziehungsweise man kann ab sofort auch die Preview sich schon im Play Store runterladen und iOS wird wohl auch kommen. Tja, ob wir alle wirklich einen neuen Browser brauchen oder einen weiteren Browser, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber testen kann man es ja mal. Von Microsoft wechseln wir jetzt mal zu Apple. Die Apple AirPods. Für mich ja immer noch letztes Jahr die beste Hardware-Entscheidung, die ich getroffen habe, also Investitionen, was zu kaufen, die auch jeden Euro wert waren. Und die arbeiten jetzt auch auf Android-Phones mit dem Google Assistant zusammen. Dafür gibt es eine Software, die man sich installieren muss. Das ist die kostenlose App AirPods for GA, also GA für Google Assistant. Und dann funktionieren die AirPods via Bluetooth mit dem Android auch mit dem Google Assistant. Also nicht nur Siri, sondern auch Google ist am Start. Aber kleiner Hinweis, das ist keine offizielle App von Google, sondern von einem Drittanbieter, von daher durchaus mit Vorsicht zu genießen, aber zum Testen kann man es ja mal probieren. Außer man wartet auf die Google-eigenen Ohrhörer. Worauf man dann auch noch warten kann, das ist Facebook Stories für Seiten. Ja, Facebook Stories, die Stories-Funktion, die eigentlich keiner so richtig nutzt, gefühlt, also von meinen ja, fast 1000 Freunden nutzen das, glaube ich, irgendwie ja, eine einstellige Zahl von Freunden ab und zu auch nur und nicht regelmäßig. Im Gegensatz dazu, wenn man sich halt Snapchat und Instagram Stories anguckt. Tja, und jetzt können auch Seiten das bald benutzen. Also die
kommerziellen Seiten von Facebook bekommen diese Funktion auch. Die werden jetzt nacheinander freigeschaltet und dann könnt ihr damit rechnen, dass irgendwelche Marken, Sportler, Künstler oder sonst wie euch dann auch damit beglücken werden. Und mal sehen, ob da dann mehr passiert. Und letztes Thema für heute, Movies Anywhere. Das ist ein Dienst, mit dem man seine ganzen digital gekauften Filme an einer Stelle bündelt. Das weiß ich nicht, ob man das auch wirklich unbedingt braucht, denn die meisten haben ja, glaube ich, nicht unbedingt bei X-Diensten ihre digitalen Filme gekauft, sondern beschränken sich meistens auf ihre Haupteinkaufsquelle, beispielsweise Amazon oder beispielsweise iTunes oder auch Google. Aber wer nun wirklich mal hier und mal da was gekauft hat und das gebündelt haben will, damit er nicht immer wechseln muss, der bekommt nur mit Movies Anywhere die Chance. Und dort gibt es halt die Dienste Google Play, Apple iTunes, Amazon und Vudu. Und egal, welche Filme man wo gekauft hat, die kann man dort angucken. Dafür müssen natürlich die Accounts verknüpft werden. Als Incentivierung gibt es auch kostenlose Filme, wenn man mehr als zwei Accounts hinzufügt. Und die ganzen großen Studios sind eigentlich dabei. Ja, der einzige Haken an der ganzen Sache ist, es ist erstmal nur in den USA. Und Google hat jetzt auch keine großen weiteren Infos gegeben, ob das auch mal woanders auf der Welt stattfindet. Daher eher so eine Info für euch, die ihr nicht direkt umsetzen könnt bei uns. Und das war's auch für mich für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag, habt ein tolles Wochenende und am Montag wird der Martin übernehmen und euch über die News der kommenden Woche informieren. Also, wir hören uns dann, ich glaube, im Oktober nicht mehr. Und ich sage ciao, ciao, bis dann. Bleibt uns treu, hört dem Martin zu dem Jan. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hinterlegt uns mal eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns drüber. Egal ob gut oder schlecht, einfach ehrlich. Das ist das Beste. Und wie gesagt, ciao, ciao. Schönes Wochenende euch allen. Hört mehr Geek Talk.